Also hier haben wir einen Obelisk, ja, mit einer Schlange oben drauf. Der Obelisk ist ein phallisches Symbol, ja, der Penis. Und durch den Penis haben wir diese hier. Das ist die Aristokratie, der Adel, eine Löwe natürlich. Und das ist natürlich Horus, die Nachfahren. Und das Ding hier haben sie für die Beschneidung immer gebraucht, die Pharaonen, um das Ding abzuschneiden. Ne? Naja, wenn man in Gott glaubt, dann darf man natürlich nicht die Schaffung Gottes zerstücken. Hier steht das, Straße nach Mainau, ja, Route de Mainau in Straßburg. Also das heißt, sie kommen aus den Reptilien. Da, die Reptilien, durch den Penis, die Nachfahren, die sind da. Da kommen sie her. Ne? Da haben wir hier haben wir Isis mit der Pharaonenpeitsche hier, I. Auf Englisch I, das ist also in der Augen, der Pyramide, das ist die Isis hier. Ja. Und diese Straße, die geht zu einer Insel und einem See, wo ein... Und hier haben wir Set, ne, mit dem Ding, um dich zu töten. Die Rotkäppchen da, aber es ist eher der Wolf hier fast, ne? Okay, na gehen wir mal schauen. Also da am Ende dieser Straße hier, diesen Weg, ist der, war der Obelisk. Ne? Und Sie sollen sich erinnern, dass immer wenn da ein Obelisk steht, das heißt, da ist etwas in der Nähe. Und es ist meistens, es hat mit Wasser immer zu tun, weil der Obelisk steht für Osiris oder sein Ding. Ne? Und alle Teile, alle Körperteile sind ins Wasser geworfen worden. Außerhalb das Ding, sein Ding, hat man niemals wieder gefunden. Und hier war ein Schloss von der Herr Freimaurer Schulmeister. Ein Spion für Napoleon und natürlich ein Hochgrad Freimaurer. Gehen wir weiter auf die Suche dann. Ne? Also da führt es hin. Also hier steht es auf Französisch, das war der Schloss von diesem Schulmeister. Ein Freimaurer und Spione des Napoleons. Das ist nur das, was übrig ist. Das Schloss war irgendwie da. Und das war diese zwei Gebäude hier. Ja.